Willkommen zurück. Ich habe schon mal angekündigt, was wir heute haben. Wir werden uns heute die angesprochene Sendung von Bürgernwald angucken. Mit dem Moderator Peter Resetarits. Und wir werden uns den Beitrag anschauen, Recht auf Bildung. Ursprünglich habe ich mir gedacht, auch kein Recht auf Schule mit einzubeziehen, aber da kein Recht auf Schule nichts zum Thema Autismus beigetragen hat, werden wir einfach nur Recht auf Bildung uns angucken. Aber das haben wir in der heutigen Reaction ja auch nichts anderes gelesen. Sonst würde es auch darauf stehen. Ganz klar. Und deswegen, Leute, würde ich mal sagen, Abfahrt. Die 11-jährige Elsa ist die Hauptperson in unserem ersten Beitrag heute. Ein normal intelligentes Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Also, ein normal intelligentes Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung, sagt er. Ich sage, ein normal intelligentes Kind im Autismus-Spektrum. Weiter geht's. Das ist eine Entwicklungsstörung, die unter anderem bewirkt, dass die Betroffenen Probleme beim Umgang mit ihrer Umwelt haben. Ich würde das Entwicklungsstörung lieber umschreiben, weil wir Autisten sind in der Entwicklung nicht gestört. Genauso wenig für Elsa. Elsa ist in ihrer Entwicklung auch nicht gestört. Und ich hätte statt Entwicklungsstörung Entwicklungsbesonderheit gesagt. Das wäre richtig gewesen. Weiter geht's. Elsa würde deswegen eine spezielle Betreuung in der Schule brauchen. Aber bis jetzt ist es ihren Eltern nicht gelungen, einen geeigneten Schulplatz für sie zu finden. Und so haben sie die Volksanwaltschaft kontaktiert und Volksanwalt Rosenkranz hat vorgeschlagen, die Sache in unserer Sendung publik zu machen, um damit vielleicht eine Lösung zu beschleunigen. Guten Abend, Herr Volksanwalt. Guten Abend. Patrick Hiebler hat Elsa und ihre Eltern dann in Wiener Neustadt besucht. Elsa mit ihrer Mutter beim Spielen im Garten. Was hier ungezwungen und wie ein unbeschwertes Hüpfen am Trampolin aussieht, ist für die Elfjährige eher unangenehm, denn wir, also fremde Menschen, beobachten sie mit der Kamera. Das ist auch der Grund, warum Elsa ihr Gesicht nur selten zeigt. Sie bleibt distanziert und möchte mit uns lieber nicht Kontakt aufnehmen. Der Grund, Elsa hat eine sogenannte Autismus-Spektrum-Störung. Das heißt vereinfacht gesagt, sie hat Schwierigkeiten, mit anderen, vor allem fremden Menschen, zu kommunizieren. Zu viele Reize in ungewohnter Umgebung können sie überfordern. Und ihr seht es, Leute, nicht alle im Autismus-Spektrum möchten gerne vor die Kameras gebracht werden. Ich gehöre natürlich auch mittlerweile dazu. Das hatte ich mal selber, muss ich zugeben, von 2007 bis 2015 oder von mir aus auch bis 2020 gerne gemacht. Mittlerweile entscheide ich selber, ob ich mein Gesicht fotografieren will oder nicht. Und das ist meistens nur für Porträts. Zum Beispiel meine neue Frisur oder wie lang mein Bart mittlerweile ist. Ja, ich habe einen Bart. Und wer sowas nicht mag, der hat Pech gehabt. Weiter geht's. Sie hat durch ihren Autismus hat sie eine veränderte Wahrnehmung, eine veränderte Reizwahrnehmung. Sie ist in vielen Bereichen extrem sensibel, ja, nimmt das einfach alles intensiver wahr. Es ist aber auch viel mit Kommunikation schwierig, also Mimik, Gestik zu deuten, Sprachmelodie zu erkennen. Und auf der anderen Seite sieht man ihren Stress seltenst an, ja. Und ihr habt es gleich nach Ende der Pause auch gesehen, wie sie auf Kameras reagiert hat.
Sie hat sich einfach weggedreht. So mache ich das auch mittlerweile. Oder gehe den Kameras so gut wie es geht aus dem Weg. Sag es mal so. Die einzige Kamera, die ich zulasse, ist natürlich die von meinem Handy. Und deswegen, weiter geht's. Im Kleinkindalter hat wenig darauf hingedeutet, dass Elsa anders als andere Kinder ist. Sie war zurückhaltend, etwas schüchtern, manchmal etwas sturköpfig, so wie Kinder in den ersten Lebensjahren eben sind, dachten sich die Eltern. Sie hat nie großartig viel Interesse gehabt, Freundschaften zu finden, zu pflegen, aber war eigentlich zufrieden, ja, mit dem, was sie hatte. Und mit sich selber hat sie sich einfach genügt und hat gerne vor sich hingesungen, gespielt und ja, wirkte eigentlich immer ganz zufrieden. Erst nach den ersten Wochen in der Schule bemerkten die Eltern, dass Elsa offensichtlich irgendetwas überfordert. Normalerweise ist es so, dass am Anfang schwierig ist und dann immer besser wird, dass das Kind alleine in die Schule geht. Bei uns war es halt genau umgekehrt. Am Anfang ging es ganz gut. Sie hat sich sehr gefreut auf die Schule. Nach den ersten paar Tagen war sie schon recht enttäuscht, weil sie noch zu wenig gelernt haben. Irgendwie. Das hat sie uns mitgeteilt. Und dann ist es immer schwieriger geworden, dass sie überhaupt reingeht. Sie ist eigentlich jeden Tag zusammengebrochen, hat geweint, geschrien, hat sich kaum beruhigen lassen. Und Rückmeldung aus der Schule war aber immer nur, es ist alles in Ordnung. Sie ist total bemüht und interessiert. Ja, und da war für uns schon klar, irgendwas kann nicht stimmen. Elsa war alles zu viel. Ein liebevoll dekoriertes Klassenzimmer mit zu vielen Kindern kann bei ihr eine massive Reizüberflutung auslösen. Hier in gewohnter Umgebung, mit Mama und Papa in der Küche, fühlt sich die Elfjährige sicher. Die Eltern haben daher versucht, Elsa während des Unterrichts zu begleiten. Doch die meisten Motivationsversuche sind Misslungen. Es hat sich trotzdem nichts signifikant verändert oder verbessert, bis es dann irgendwann so drastisch war, dass die Elsa eben Bilder gemalt hat, auf denen sie sich tot gezeichnet hat. Und das war dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, das geht nicht mehr. Man kann sein Kind nicht tagtäglich einer Situation aussetzen, von der man weiß, ja, dass es ihr richtig, richtig schlecht geht. Also nicht nur so, ich mag heute halt nicht, ja, sondern es geht richtig, richtig schlecht. Derzeit besucht Elsa die dritte Klasse der Volksschule Föhrenwald in Wiener Neustadt. Am Unterricht kann sie nur gelegentlich teilnehmen. Momentan ist die Elfjährige krankgeschrieben. Ihre Eltern lernen mit ihr so gut es geht zu Hause. Dazwischen gibt es immer wieder Pausen oder zum Beispiel Spaziergänge, auch um Zusammenbrüche, sogenannte Meltdowns, zu vermeiden. Also, wir haben es von der Mutter gehört. Sie hat angefangen, Bilder von sich zu malen, wo sie sich tot gezeichnet hat. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber das ist nun mal auf Erde 1 nun mal gang und gäbe. Dass wir im Autismus-Spektrum in einer Welt zurechtkommen müssen, wo Reizüberflutung an der Tagesordnung herrscht. Unter anderem, versteht sich, ne? Und das kann auch zu Depression auch führen. Und dann macht man auch solche Bilder. Weiter geht's. Bei unseren Dreharbeiten können wir nach einiger Zeit miterleben, mit welchen Stresssituationen Elsa fertig werden muss. Sie fühlt sich durch unsere Anwesenheit, ohne sich vorher artikuliert zu haben, plötzlich in die Enge gedrängt. Was danach folgt, zeigen wir auf Wunsch von Elsas Familie nicht. Ja. Da fehlen mir echt die Worte. Dann filmt sie auch nicht zu nah. Sie ist doch überfordert. Habt ihr auf eurem Beitrag selbst gesagt. Sie fühlt sich von euch in die Enge getrieben.
kann man sich nicht ausdenken. Kann da wohl nicht wahr sein. Weiter geht's. Das Kind sinkt weinend zu Boden und muss danach von der Mutter getröstet werden. Jetzt wird auch uns klar, mit welchen Belastungen die Familie immer wieder zu kämpfen hat. Im Schulalltag steht das am Programm täglich. Ja? Einfach weil sensorisch für sie viel ist, was schwer auszuhalten ist. Und das begünstigt dann einen Overload und dann einen Meltdown, also wirklich was, wo sie zusammenbricht und fertig ist, für längere Zeit eventuell auch sogar. Begünstigt das einfach. Nach Einschätzung eines Facharztes für Kinder- und Jugendheilkunde wäre es von Vorteil, wenn Elsa in einer Klasse mit maximal 5 Schülern und einer Bezugsperson unterrichtet werden könnte. Ja, und ich kann es mir auch schon denken, das wird von den Behörden nicht passieren. Wird nicht genehmigt. Weil wir sind mittlerweile wieder in einen Punkt angelangt, obwohl wir das Jahr 2023 haben, dass die Behörden immer rechtsgewandter geworden ist. Und dass Reizüberflutung in den Schulen, beziehungsweise in den Regelschulen, sagen wir es mal so, gang und gäbe ist, überrascht uns das keinesfalls. Denn da wird sowieso laut Musik gehört, laut geschrien, laut gesungen. Zum negativen Aspekt uns im Autismus-Spektrum gegenüber. Oder sagen wir besser zum Nachteil uns im Autismus-Spektrum gegenüber. Und die Lehrkräfte, den interessiert es einen feuchten Dreck. Und deswegen, weiter geht's. Diese Kleingruppen werden derzeit von der Bildungsdirektion Niederösterreich aber nicht angeboten. Ja, bevor wir dazu kommen, einfach so das Handy weggeschnappt. Ja. In der Familie ist sowas okay. Hätte ich auch natürlich locker gefunden. Außerhalb natürlich nicht. Und dass es nicht angeboten wird, warum überrascht uns das nicht? Ich hab's euch gesagt, Leute. Die Behörden werden immer rechtsgewandter, was uns im Autismus-Spektrum gegenüber angeht. Dauert nicht mehr lange, bis Österreich, und da habe ich eine Doku darüber gesehen, kürzlich im Fernsehen, wo es um Österreich in den Jahren 33 bis 38 geht. Und was darüber hinaus passiert war, das wissen wir ja alle. Aber die Vorgeschichte, die kennt halt nicht jeder. Weil da gab es auch so eine ähnliche Diktatur. Und das wird in Österreich wieder passieren. Aber genug schwarz gesehen. Jetzt wollen wir doch die größere zweite Hälfte uns noch angucken. Aber werden definitiv auch immer pausieren. Weiter geht's. Die Eltern fühlen sich daher seit rund 3 Jahren von den Behörden im Kreis geschickt. Sie attestieren den zuständigen Stellen aber auch, dass sie sich um ihren Fall zumindest teilweise gekümmert hätten. Im Kreis geschickt und nur teilweise gekümmert. Im Kreis geschickt? Hab ich, glaube ich, noch nie gehört. Oder habt ihr das schon mal gehört, Leute? Ich kenne das irgendwie nicht. Und was das Wort teilweise angeht. Ja, es gibt ja auch Teilerfolge, Teilsiege, Teil... Naja, was weiß ich auch noch alles. Teilniederlagen kennt man auch. Aber gut.
Aber gucken wir mal, um welche Teilerfolge, so sage ich das schon mal so, es sich da handelt. Hören wir mal. Wir haben auch versucht, irgendwie eine Sonderregelung vielleicht zu finden. Wir haben von allen Menschen, von der Schulpsychologie, von dem Entwicklungszentrum, von der Kinder- und Jugendpsychiatrie bis über unsere Diagnose, also wirklich, wir haben ganz viel Unterstützung bekommen, eigentlich, die alle gesagt haben, ja, das wäre super für die Elsa, das bräuchte sie. Es wäre eine reelle Chance, irgendwie Bildung zu bekommen. Ja, und wenn ich solche Bilder sehe, wo man halt hier den Mund mit einem Lachen hier abschirmt, ne? Da merkt man auf jeden Fall, dass sie eigentlich unglücklich ist. Das merkt man. Das sieht man auch. Weiter geht's. Wir hatten noch nie ein Problem, ja, mit der Diagnose. Das war überhaupt für uns wirklich so dieses, ah super, ja, wir wissen jetzt warum das so ist und jetzt können wir mit diesem wirklich super ausführlichen Diagnosebericht und der wirklich tollen Empfehlung, jetzt können wir schauen, ja, dass jetzt das Richtige gefunden wird. Und das Frustrierende ist, dann steht man da mit diesem Zettel und sagt, oh schaut's, das könnte eventuell gehen, das bräuchte, ja. Und dann sagen alle, ja, aber das gibt's nicht. Vielleicht lässt sich ja doch eine Lösung finden. Im Studio begrüße ich an der Seite des Volksanwaltes den Herrn Hessler, den Vater von der Elsa. Guten Abend. Und auf der anderen Seite steht mein Kollege Patrick Hiebler mit einer schriftlichen Stellungnahme der niederösterreichischen Bildungsdirektion. Ins Studio kommen wollte man nicht. Offensichtlich niemand. Vielleicht noch kurz zusammengefasst. Die Elsa ist an sich ein normal intelligentes Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Das heißt, an Schulab... Autismus-Spektrum-Störung. Entschuldigung, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Wie schon mal irgendwie erwähnt. Die einen sagen Spektrum, also zum Beispiel wir. Und die sagen Spektrum. Oder wie es in einer bestimmten Quelle auch zu lesen war. Kürzlich. Autimus. Autimus klingt ja eher nach einem YouTube-Name, aber nicht nach einem Begriff. Mal gucken, wann mir dieser YouTuber über den Weg läuft. Gucken wir mal. Aber jetzt bleiben wir erstmal beim Thema. Schluss müsste sie intellektuell eigentlich schaffen, dann wäre Berufsausbildung, ein selbstbestimmtes Leben für sie möglich, selbst... Ja, und bevor wir weitermachen... Es heißt nur Autismus-Spektrum. Oder noch besser gesagt, ein normal intelligentes Kind im Autismus-Spektrum. Störung lassen wir lieber ganz weg. Und vor allen Dingen das Wort mit. Ne? Mit, das klingt ja so, als hätte sie sich die Diagnose erworben. Weiter geht's. Behaltungsfähigkeit, aber es geht um die Schule, die man finden muss, die Beschulung. Genau darum geht's im Endeffekt. Was schreibt uns die Bildungsdirektion dazu? Ja, man schreibt uns, dass man bereits seit mehreren Jahren versucht hat, ein geeignetes schulisches Angebot für Elsa zu finden. Die bestehenden Angebote, die eine Beschulung in einer Kleingruppe ermöglichen würden, wurden jedoch von den Eltern abgelehnt. Möglich wäre hier zum Beispiel die Beschulung in einer allgemeinen Sonderschule in Wiener Neustadt. Hier gibt es unter anderem eine Klasse mit 6 Kindern, die mit 2 Lehrkräften besetzt ist. Und es wurde auch die Unterstützung jener Schulassistentin angeboten, die über eine spezielle Ausbildung verfügt und die Schülerin bereits in der Volksschule begleitet hat. Sonderschule. Ich wäre lieber dafür, dass es langsam mal an der Zeit ist, Schulen speziell für Autisten einzurichten. Sogenannte Autismus-Spektrum-Schulen oder besser gesagt Autismus-Lebensschulen. Nennt es, wie es wollt. Da können sich zukünftige Kinder
im Autismus-Spektrum noch freier entfalten als in den lauten Schulen so üblich. Und dort lernen die auf jeden Fall was fürs Leben. Und das meine ich natürlich auch wörtlich. Denn Nebenbildung sollte in mindestens einer Unterrichtsstunde jedes Kind im Autismus-Spektrum im Unterricht das erzählen, was man gerade fühlt. Und das wird dann unter den Schülern auch gesprochen. Sowas nennt man auch fürs Leben lernen. Damit man in der Umgebung, in der wir uns ja alle befinden, auf Erde 1, besser zurechtkommen. Wir in unserer älteren Generation, ich bin ja 32, mussten das alles ohne Lebensschule zurechtkommen. Wir mussten in sogenannte Regelschulen besuchen. Einige von denen haben weniger Glück und sind in ebenfalls laute Sonderschulen gelandet. Und deswegen ich meine, im Jahr 2023 sollte es doch möglich sein, dass es endlich mal Schulen speziell für Autisten geben sollten. Aber im Fall von Österreich, und ich will auch keinem von euch in Österreich zu nahe treten, aber ich bin der Meinung, das wird aufgrund dem Rechtsruck der Behörden, ich meine, in Deutschland ist es ja auch nicht anders, weiß es selbst aus eigener Erfahrung, wird es wenig bis gar nicht passieren. Aber wir wollen mal weitersehen. Die allgemeine Sonderschule würden Sie nicht für geeignet finden mit diesen 6 Kindern in der Klasse? Das stimmt erstens einfach nicht. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Also wir sind seit die Geschichte begonnen hat, vor fast 5 Jahren, absolut in Kontakt mit der Schulbehörde und die aktuelle Besetzung. Mit denen verstehen wir uns auch sehr gut und sind im Austausch. Wir haben uns viele Schulen angeschaut, auch Sonderschulen. Und also eine Gruppe mit 6 Leuten haben wir nirgends vorgefunden, wurde uns auch nirgends. Wäre das eine Option? Wenn die Umstände die passen, wäre das natürlich eine Option, ja. Aber wir haben uns ja die Sonderschulen in der Umgebung angeschaut und das war keine Option. Und uns wurde auch unter vorgehaltener Hand überall abgeraten, die Elsa dort einzuschulen, ja. Also von offizieller Seite natürlich nicht. Aber das Angebot wäre neu. Also das kennen wir nicht. Herr Volksanwalt, offenbar bemüht sich die Schulbehörde, aber es gibt keine Lösung. Ja, bei uns ist eines, und es ist leider Gottes, ist die Elsa nicht das einzige Kind. Sie ist ein Beispiel von denen. Sogar mein Vorgänger Peter Fichtenbauer hat sich hier, was Autismus betrifft, von Kindern schon mit einer Enquete bei uns in der Volksanwaltschaft befasst. Es ist ein durchgängiges Problem und darum versuchen wir auch das hier immer wieder auch ins Bewusstsein auch einer breiteren Öffentlichkeit zu bringen. Für mich interessant, ja, es stimmt tatsächlich. Ich habe im Akt die ganzen Protokolle von Schulqualitätsmanager, Diversitätsmanager, Direktorin, eine Lehrkraft, zweite Lehrkraft, Assistenzkraft. Also 6 Personen, mit ihnen sind 7 bei Besprechungen dabei seit Jahren. Also da sind wirklich viele Leute dran, bemüht. Und es kommt nichts raus. Das ist für mich das Bemerkenswerte. Und dann höre ich auch jetzt, dass es ein Angebot gibt, von dem Sie noch nichts wissen. Also das sind natürlich Dinge im Verwaltungsablauf, die uns wir schon auch noch anschauen. Das Entscheidende dabei ist, es muss eine Kleingruppe sein mit einer Bezugsperson. Alles andere wird zu stressig. Das heißt, es ist sehr viel Rücksicht zu nehmen. Es ist ein Umfeld zu schaffen, aufzubauen. Und das geht offensichtlich nur in so einer Kleingruppe. Entweder das, oder man schafft endlich mal den sogenannten Rechtsruck in den Behörden ab und man errichtet endlich die Autismus-Schulen bzw. Autismus-Lebensschulen für die Kinder im Autismus-Spektrum. Sprich, die Einrichtung, die wir als Erwachsene im Autismus-Spektrum gar nicht besuchen können,
weil es die zu diesem Zeitpunkt noch nicht gibt. Das wäre doch diese beiden Optionen. Und solange nicht flächendeckend Autismus-Lebensschulen gibt, unabhängig davon, ob in Österreich, in Deutschland oder anderswo in Erde 1, wird es wegen den Behörden, die sowieso immer weiter nach rechts rücken, wenig bzw. nicht geschehen. Weiter geht's. Problem, was noch zusätzlich ist, Sie haben eine andere Tochter, die geht in eine Schule, in die Waldschule. Das wäre ideal, weil vielleicht auch die Schwester dabei ist, wie auch immer. Aber dort geht es wiederum nicht, weil dort sind zwar behinderte Kinder auch dabei, aber nur körperlich behinderte Kinder, also keine, nicht spezialisiert. Und das merken wir halt generell, dass eine gewisse Starrheit im Bildungssystem drinnen ist, wo man auf individuelle Situationen kaum bis gar nicht reagieren kann. Genau meine Worte. Nur, dass ich das härter formuliert habe als Walter Rosenkranz. Und wo wir schon bei dem Thema sind, also da wird es auch bei dem nächsten Beitrag kein Recht auf Schule weitergehen, was mit körperlich behinderten Menschen angeht. Deswegen, Leute, wir brauchen unbedingt Autismus-Lebensschulen. Speziell für Schüler im Autismus-Spektrum. Angefangen vom 6. Lebensjahr bis hin zum 16. Lebensjahr und darüber hinaus. Und darüber hinaus natürlich wegen der Oberstufe, ne? Deswegen. Naja, was gibt's da noch zu sagen? Nein, wir werden diese Reaction nicht beenden. Wir haben ja noch ein bisschen. Diese Waldschule würden Sie als geeignet erachten für die Ensa? Die wäre in unserem speziellen Fall, also das ist ja wirklich so, man braucht individuelle Lösungen. Bei uns wäre die Lösung relativ nahe gelegen, eben weil wir die Waldschule sehr gut kennen und dort auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben, eben mit der großen Schwester von der Elsa. Und dort auch gut angebunden werden, sprich die Elsa kannte das auch schon und dort gab es eben Kleingruppen von 5 bis maximal 7 Kinder, 2 Pädagogen, die entsprechend geschult sind und ein Lehrplan für jedes einzelne Kind, einen eigenen Lehrplan. Ja. Also das wäre für die Elsa, glauben wir, ja, wir müssen uns ja auch vortasten, aber das wäre tatsächlich gut möglich gewesen. Es wäre im selben Schulstandort gut gewesen und die Elsa hätte das auch schon gekannt. Aber eben, es gibt systemisch offenbar irgendwie. Es ist systemisch einfach nicht möglich. Ja. Es gibt für alle möglichen Arten der Beeinträchtigung klare Wege. Ja. Also wenn man taubstumme Kinder gibt es eine Schule, wenn eine Rampe für einen Rollstuhl gebraucht wird, ist klar, okay, dann gibt es eine Rampe. Aber für Kinder mit einer neurologischen Diversität muss man immer wieder was Neues erfinden. Ja. Was schreibt die Bildungsdirektion dann abschließend? Ja, der Wunsch der Eltern nach einem Schulplatz in der Waldschule in Wiener Neustadt ist nicht möglich, da diese Schule hinsichtlich des Unterrichtssettings und der pädagogischen und therapeutischen Konzeption ausschließlich für Schülerinnen und Schüler mit einer Körperbehinderung ausgerichtet ist. Und man endet aber, dass seitens der Bildungsdirektion weiterhin alles unternommen werde, um einen adäquaten Schulplatz für Elsa zu finden. Ja, anscheinend wird es dann wieder so sein, dass die Elsa dann trotz der Empfehlung weiterhin noch in die Regelschule gesteckt werden muss und dass sie noch mehr Overloads und Meltdowns nicht auszuschließen sind. Deswegen, Leute, in Österreich sind wir schon wieder so weit wie in den Jahren 1933 bis 1938 und darüber hinaus. Hoffen wir, dass das darüber hinaus nicht nochmal vorkommen wird, weil das haben unsere damaligen Generationen mit ihren eigenen Augen selbst miterleben müssen.
Und über den Zweiten Weltkrieg wollen wir gar nicht erst reden. Aber ich hab's euch gesagt, Leute. Die Behörden sind rechtsgewandter geworden. Die rücken einfach so in diese Richtung. Und das ist nicht nur in Österreich der Fall, sondern auch in Deutschland und in anderen Ländern. Aber na denn, Leute. Jetzt bin ich da, um nur über die Behörden zu schimpfen. Das ist halt nicht meine Aufgabe. Ist ja nicht mein Job. Mein Job ist es natürlich, Aufklärung zum Thema Autismus auch rüberzubringen. Und was die Medien so alles falsch machen. Was die Behörden falsch machen, das sehen wir auch so in den Beiträgen. Weiter geht's. Die Voraussetzungen wären keine lauten Kinder, keine verhaltensauffälligen Kinder, Personen, an die sich die Elsa gewöhnen kann, 5 Kinder vielleicht als Maximum. Online war aber, glaube ich, auch eine Option, Online-Unterricht. Ja, da sind wir auch drauf gestoßen, irgendwie, dass Online eigentlich eine super Option wäre, weil da die Elsa zum Beispiel die Möglichkeit hat, selbst zu entscheiden, ob sie ihr Gesicht zeigt, ob sie mit jemandem redet oder, was ihr viel leichter fällt, einfach nur chattet. Ja? Also das geht gut. Ja? Wir sind auch in einer Online-Lerngruppe, und wo sie gerne und gut teilnimmt, wo auch andere Kinder sind, und diese Bedürfnisse nach Lernen, nach sozialen Kontakten sind ja auch völlig normal, ja. Aber halt nicht möglich in einem Schulsetting. Und alles, was wir bisher machen konnten innerhalb des Systems, war es war immer darauf ausgerichtet, dass die Elsa in eine normale Klasse geht. Aber wir wissen ja, dass das nicht geht. Sie ist nur mit beschäftigt, irgendwie zu überleben unter all diesen Reizen. Ja, da sind wir vom Lernen und von dem Recht auf Bildung ganz weit weg. Aber es gibt keine öffentliche Online-Schule. So. Herr Volksanwalt, die Forderung. Wir haben neue Möglichkeiten, wir haben Online-Möglichkeiten, wir haben es in Zeiten von Corona, ist es sogar als Allheilmittel gesehen worden. Und wenn ich von einer Behörde, Bildungsdirektion höre, seit Jahren wird alles unternommen und auch weiterhin wird alles unternommen und es kommt einfach nichts raus. Das ist für mich eigentlich das, woran man an der Verwaltung in Österreich dann irgendwann einmal schon zweifelt oder verzweifelt. Ja, da kann man nur verzweifelt werden. Und wir sind auch fast am Ende. Und was Heilung betrifft, Autismus ist nicht heilbar. Aber das Andrew Wakefield-Syndrom, wo wir schon wieder bei Corona wären, das kann man heilen. Indem man einfach sich von Andrew Wakefield lossagt, einfach ihn aus der Fanliste streicht, und dass Andrew Wakefield eines Tages, und das ist mein Traum, dass er eines Tages überhaupt gar keine Fans hat. Er wird dann alleine bleiben und sterben. Aber ich schweife jetzt gerade ein wenig ab. Und bevor ich noch einen Meltdown kriege, das wurde ja auch in dem Video hier gerade besprochen. Naja, nicht von mir, sondern auch von Elsa. Machen wir mit den kleinsten Rest noch weiter. Gut, aber wie wir jetzt gehört haben, man sucht weiter nach Lösungen. Vielleicht hat die Sendung jetzt etwas beschleunigt. Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden, ob es eine Möglichkeit gibt, die wir dann vielleicht auch herzeigen könnten oder berichten könnten, dass die Elsa in der Schule jetzt gut untergebracht ist. Mhm. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Also, ihr habt den Tisch hier gesehen. Erinnert mich so ein bisschen an den Orange Table. Aber viel eckiger. Aber genug von König Thomas auf TikTok. Ja, das war der Beitrag. Und kein Recht auf Schule, da habe ich schon mal reingeguckt. Hat ja nichts zum Thema Autismus zu tun, sondern eher für Menschen mit körperlicher Behinderung. Und noch einmal, Autismus ist keine Behinderung, ORF. Das sollte man doch eigentlich irgendwann mal lernen. Aber gut, was bin ich hier, um mich ständig zu wiederholen? Ist ja auch nicht mein Job. Weil Wiederholung hasse ich wie die Pest. Und deswegen, Leute, das war jetzt der Video-Reaction
für Reaction 2. Natürlich länger als natürlich auch von mir gewohnt. Und ich würde mal sagen, Leute, hoffen wir mal, dass Elsa in eine richtige Bildungseinrichtung kommt. Hauptsache nicht in eine, wo Reizüberflutung mit anschließenden Overloads und Meltdowns an der Tagesordnung sind. Aber die Sache mit dem Online-Kurs finde ich wirklich super. Derzeit der beste Vorschlag, außerhalb meiner Vorschläge natürlich. Entweder man bringt Elsa in eine Einrichtung, wo sie sich auf jeden Fall entfalten kann, oder aber die Behörden lassen endlich mal ihren Rechtsgedanken beiseite und man errichtet in Österreich Autismus-Lebensschulen. Und deswegen sage ich schon mal an der Stelle auf Wiederschauen.